Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Ja, ich hatte jetzt 2 Wochen Ferien. Die erste Woche konnte ich noch hochladen, da war ich noch zu Hause. Die zweite Woche war ich dann bei Oma und Opa. Die haben jetzt leider Gottes LTE, also besseres Internet als wir hier zu Hause. dachte ich mir so, ja, musst du gleich ausprobieren, musst gleich die großen Videos hochladen, die 3 Gigabyte groß sind. Denn ich brauche hier zu Hause 3 Tage, um so ein Video hochzuladen, was 3 Gigabyte groß ist. Das ist eine Menge Zeit, sage ich mal. So, ich weiß jetzt, nehmen wir einfach mal hier. Oh, nicht, dass es scheiße, wenn es da runter geht. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich irgendwie Schiss, nicht, dass wir runterplumpsen. Auf jeden Fall, ich meine, Gaming-Sound ein bisschen runterdrehen, hier. Auf jeden Fall lange nicht aufgenommen, 1 Woche. Ich, Vollidiot, hab dann bei Oma und Opa auch noch mein ganzes... Oh, zum Glück in Wasser reingefallen. Mein ganzes Equipment mitgenommen. Das natürlich mega doof war, denn, naja, ist nicht gerade leicht, ne, wenn man alles mitnimmt. Vor allem, wenn man mit Zug zu Oma und Opa fahren muss, das ist dann etwas beschissen. Kann man so sagen. Auf jeden Fall konnte ich dann endlich mal 3 Gigabyte große Videos hochladen. Und die muss ich auch noch freischalten und Thumbnail und so weiter machen. Tja, ich dachte so, ja, jetzt kann nichts mehr dazwischen kommen, ne? Was ist? Juhu. Es hat nur begrenzten Highspeed. Ist klar, wenn man LTE hat, dass das dann irgendwann mal Schluss ist mit lustig. Man kann ja nicht für 30 Euro einfach mal unendlich LTE haben. Das ist dann so ein bisschen logisch. Aber dass es so schnell leer war, ich habe 3 Videos fast hochgeladen. Das waren 8 Gigabyte insgesamt. Also das dritte Video hat gerade angefangen zu laden. Die Hälfte war fertig. Und naja, dann war Schluss mit lustig. Schon wieder, meine Güte. Und... ja, gehen wir erstmal die Kuh hier. Es wird dunkel, das heißt nichts Gutes. Wir müssten eigentlich mal nach Hause. Ich weiß aber leider nicht, wo unser Haus ist. Ich habe 1 Woche nicht mehr gezockt. Ich habe eigentlich, was habe ich gemacht? Ja, weil logischerweise Internet leer war, beziehungsweise Highspeed leer war. Internet hatte man ja noch. Was total geil ist, denn der WLAN, also hier von Vodafone, jetzt laufen wir schon wieder lang, ich bin bescheuert. Der Vodafone-WLAN von LTE ist mega geil, finde ich. Also, der stürzt nicht ab, der schafft trotzdem Highspeed leer ist, was gerade mal 37 kb, also nicht mal 1 MB, strahlt er aus. Also das ist wirklich weniger als am Handy. Wenn ein Handy Highspeed leer ist, dann surft man noch mit 64 kb oder so. Oh, jetzt habe ich hier eine Fackel hingemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, dann machen wir es jetzt so. Auf jeden Fall mega krass, der hat trotzdem so viel ausgehalten. Ich musste zwar, wenn ich jetzt ein Video auf dem Fernseher gucken wollte, weil ich ja selber auch gerne mal andere YouTuber gucke, wie der U100 und so, ist klar, dass ich dann irgendwann mal gucken will. Das ist eigentlich das Hauptsächliche, was ich immer zu Hause mache. Also nebenbei von Videos selber machen und rendern und schneiden und bla 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 und Outros machen und dies und das. Will ich natürlich dann auch gerne mal... Wo ist denn das Haus? Das ist so... Ich will nach Hause. Toll, zum Glück sind hier oben keine Monster. Alter, wo ist denn dieses Haus? Hallo, Haus? Hallo? Naja, auf jeden Fall, wo war ich? Scheiße. Auf jeden Fall, ach, da ist das Haus, okay. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann, ich glaube mal 4 Stunden oder so warten musste, bis ich dann endlich ein Video gucken konnte, was natürlich immer extrem nervig war. Aber ich konnte wenigstens ein paar Videos gucken, da war ich dann froh, dass ich wenigstens, wie komme ich denn da hin, verdammt? Hier so lang? Ah ja, gut, hier so lang. Jetzt mal da hoch, so, jetzt gucke ich mal aufs Handy, dass ich da nicht runterfalle. Hoch, hoch, wie lang und schlafen. Auf jeden Fall konnte ich dann glücklicherweise in halt noch... Was war das? Was ist das, Schaf? Auf jeden Fall konnte ich noch glücklicherweise die Videos gucken, wenigstens ein paar. Und ja,
Das war dann so ein bisschen problematisch, aber es ging. So, jetzt greifen wir mal hier Mr. Freundchen an. Aua. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Na, la, la, da, 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 da. Stirb. Wann stirbt denn der? Ist der Bogenschütze jetzt auch down? Hallo? Scheint so. Hahaha. Jo. Geht doch. Nicht so viel verloren vom Leben. Gut ein bisschen, aber immerhin. Was haben wir bekommen? Nix. Naja. Jetzt komme ich schon wieder vom Thema ab, wie ich das immer hasse. Wenn ich dann vom Thema abkomme, aua. Eigentlich wollte ich, wie lange nehmen wir schon auf? 5 Minuten, okay. Na gut, gleich 6 Minuten. Kohle? Kohle, gut. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich ein Thema anschneiden. Ich habe, also ich sag mal, ich gucke gerne Supernatural. Das ist meine Lieblingsserie. Und da war letztes Mal eine Folge, die ich gesehen habe, von Unsterblichkeit. Das war so ein alter Typ, der hat immer seine Organe gewechselt, um im Teil unsterblich zu sein. Er hat immer dann Menschen umgebracht, hat dann Organe gewechselt und konnte dann wieder im Teil eine Weile weiterleben. Was ich irgendwie cool fand, finde ich. Wir haben keine Axt mehr, das ist. Ach doch, hier. Fand ich irgendwie cool, dass man das so machen kann. Also, ich weiß nicht, ob das so jetzt möglich ist, einfach mal totes Gewebe rauszunehmen, altes Gewebe rauszunehmen und dann neues reinzumachen. Ich glaube, das wird dann etwas schwierig, wenn man dann auch die Haut machen muss und alles. Ist ja nicht nur, dass man Organe wechseln muss und so. Das ist dann alles so ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Komm mal her, du. So, Dankeschön. Hat er was verloren? Verlieren die eigentlich Fleisch? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich in diesem Part mal ein bisschen das Thema Unsterblichkeit einschneiden, weil ich das irgendwie cool fand, wie das da so im Teil beschrieben wurde, beziehungsweise wie das da, ja, man kann sagen, weiß nicht. Wollte ich einfach mal so sagen, was würdet ihr denn machen, wenn ihr unsterblich sein könntet? Wie, was ihr machen würdet, also mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr denn machen würdet, wenn ihr unsterblich sein könntet, ob das denn in eurem Betracht wäre, wie lange zum Beispiel, also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ich würde am liebsten gerne, sagen wir mal, 500 Jahre leben. Davon unsterblich sein, sprich, du kannst machen, was du möchtest. Du kannst dich von deinem Haus runterstürzen. Du brichst dir zwar was, hast aber, sag ich mal, 30 Sekunden Schmerz und danach ist er weg. Und Bein ist wieder verheilt und du kannst weitermachen. Das wäre irgendwie ziemlich cool, weil, finde ich, dann könnte man mal alles machen, dann könnte man, ja, dann hätte man überhaupt kein Bedenken, dass man irgendwie sterben könnte. Also, ich bin so einer, der voll Angst hat, wenn ich jetzt hier, also ich habe Höhenangst und dann denke ich, wenn ich da oben irgendwo bin, scheiße, wenn du runter guckst und du runterfällst, dann bist du tot, ne? Das ist ja, Höhenangst ist ja eigentlich nicht Angst von der Höhe, sondern Angst zu fallen, dass man runterfällt und stirbt. Das ist ja so. Vor allen Dingen, dass man dann noch was bricht, das ist dann auch immer so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel, wo waren das? Ich glaube bei Galileo oder so, haben die gesagt, beziehungsweise hat so eine Studie mal gesagt, dass jeder, dass hier aus 3 Metern, 50% aller Menschen, die aus 3 Metern runterfallen, sterben. Das ist schon krass. Also eine Tür ist ungefähr 2 Meter, Meter mehr aus dieser kleinen Mini-Entfernung, dass da 50% der Menschen sterben, das ist schon krass. So, kann sein, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch rüberbringe, aber so war es eben halt. 50% die Menschen, die irgendwie runterspringen oder so, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall finde ich das schon krass, dass dann von so einer kleinen Entfernung, ja, Leben vorbei ist, ne? Ich meine, es gibt so viele Springer, Bungee-Jumper, Freestyle-Jumper, wie auch immer die heißen. Wenn die da einmal mal irgendwie falsch aufkommen oder so, gut, die haben das natürlich gelernt, die können sich richtig gut abrollen und alles so. Ist zum Beispiel so ein Punkt, ich würde das gern können, aber ich kann das leider nicht. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch zeitlich Gründe und. Ja, das ist dann alles so ein bisschen doof. Das würde ich so gerne machen.
Das ist irgendwie total cool, wenn man sowas machen kann. Finde ich persönlich. Und ja. Dann springst du einfach irgendwo runter, ohne abzurollen, brichst dir kurz was, hast ein paar Sekunden Schmerzen und schon ist wieder verheilt. Das ist irgendwie cool. Vor allem, du kannst dann jeden Sport der Welt machen. Du kannst, gut, Snowboarden tue ich ab und zu, aber ich habe leider kein Board mehr. Aber ich sag mal, ich würde so gerne mal mit meinem Snowboard, wenn ich jetzt eins hätte, würde ich so, so gerne einfach mal fahren und dann irgendwo, wo ein große Schanze ist von Schnee, einfach mal rüberspringen und ein Indie machen oder irgendwas, was waghalsig ist oder wie es heißt. Einfach mal machen und fertig aus. Es ist schon egal, ob du hinfällst. Es wäre mal irgendwie so richtig cool. Oder mit einem Skateboard. Ich habe mich mal so hingepackt, dass mein armer Hals, aua. Jetzt habe ich das Mikro gepustet, tut mir leid, dass der im Teil ein bisschen angeschlagen war davon. Dann hatte ich ja einen steifen Hals, kann man schon sagen. Also das war ein paar Tage. Das war dann so ein bisschen problematisch, weil ich bin dann so gefahren, wollte dann irgendwo runterspringen, hab dann den Trick irgendwie nicht hinbekommen oder was auch immer ich da gemacht habe, schon ewig her. 3 Jahre oder 4 Jahre, glaube ich schon. Dann bin ich da so runtergejumpt, kann man sagen, und dann bin ich wieder aufgekommen und dann, was war auf. Alter, warum komme ich hier nicht hoch? Lass mich mal hoch hier, danke. Dann bin ich aufgekommen und dann war Schluss mit lustig, denn also ich bin irgendwie so aufgekommen, dass das Gleichgewicht irgendwie nach hinten war und dann ist das Board einfach nach vorne geflogen. Ich nach hinten, schön zur Seite noch gedreht und dann schön so heißt, jetzt lauf doch mal. Ist immer so ein problematisch. Ich gucke irgendwie lieber auf dem Fernseher und spiele dabei, als auf dem Handy zu gucken, weil mein Handy ist ein bisschen Helligkeit runtergedreht, da müsste ich jetzt rausgehen. Das habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Jetzt hüpft doch mal hoch da. Gut, dann gucke ich ihm das aufs Handy. Meine Güte, so. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Auf jeden Fall haben die jetzt eben halt LTE. Und ich dachte mir so, ja, jetzt kannst du endlich mal die großen Videos hochladen, habe ich ja schon gesagt. Die so 3 GB groß sind, dann konnte ich in einer Nacht, was bei mir hier zu Hause, wo ich jetzt auch wieder bin zum Glück, juhu, nein, Scherz. Hier zum Beispiel brauche ich für ein Video, was 3 GB groß ist, 3 Tage. Das ist eine lange Zeit, also ich lade ja immer über Nacht hoch und schaffe ich über Nacht immer nur 1 GB, leider. So, jetzt müssen wir aber nach Hause, wird dunkel. Aua, das tat weh. Und ja, das ist irgendwie so ein bisschen doof. Und wenn jetzt hier LTE und so, ne? Ja, einfach mal in einer Nacht, 8 Stunden im Tag, halt in einer Nacht einfach mal 3 Videos hochgeladen, also 8 GB, ja. Dann noch ein bisschen rumexperimentiert mit dem WLAN, weil ich den eingestellt habe und so. Weil gegen Gastzugang und alles, was es da so gibt, ist richtig cool. Ja, einfach mal das gemacht und dann mal, wie lange nehmen wir auf? 13 Minuten. Kommt mir schon länger vor. Sonst habe ich irgendwie kein Zeitgefühl und denke immer, was, schon 15 Minuten um? Und jetzt labere ich hier irgendwie total den Dreck. Na gut, Dreck jetzt eigentlich nicht. Ich komme irgendwie nicht auf ein Thema. Das ist irgendwie immer mein Problem. Entweder spielen oder sprechen. Haha. Aber. So, komm her. Das ist mein Punkt. Nein! Damn it. Komm her, du. Jetzt! Okay, wenn ich kämpfe, muss ich mir merken, immer aufs Handy gucken. Ich habe da irgendjemand angehört. Hier. Komm her, du. Ah! Hilfe, Hilfe. Ich sehe nichts. Aua. Aua. Ich sterbe gleich. Na komm, du hier. Wo ist hier noch jemand? Sie können. Ah, noch mehr. Aua. Wow. Scheiße, wir sind gleich tot. Ganz langsam runter. Scheiße. Hab ich irgendwas zu essen bei? Die sind mir auf den Fersen. Hilfe. Lauf. Okay, wie lange haben wir schon? 15 Minuten sind es gleich. Ach du Scheiße. Das wird nichts mehr. Okay, Essen. Hier ist Essen. Hier haben wir sogar gebratenes. Oh. Nom nom nom. Oh, jetzt haben wir 2 umsonst aufgegessen, aber egal. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Jetzt können wir wieder hier
harte Bandagen machen. Komm her, du, kleiner, kleiner. Die sehen aber auch echt niedlich aus, ne? Nein, 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 nein! Scheiße, scheiße. Ich bin hängen geblieben. Goddammit. Ah, ha. Oh, scheiße, hat nichts verloren. Scheiße. Kacke. Ja. Oh Gott, mein Hand tut weh. So, ich würde mal sagen, warte mal, warte mal. Habe ich ja gesagt, dass ich hier in Dingsbums. So, wo ist die GUI hier? Da ist GUI. So, GUI. Die GUI. Machen wir mal hier so. So. Ja, das wird die Thumbnail. Die sieht schön aus, ne? Kann ich das irgendwie ein bisschen weitermachen? Nee, das sieht dann doof aus. Also so, okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Also, und im nächsten Part geht es dann noch ein bisschen weiter mit der Unsterblichkeit. Das war jetzt irgendwie nicht ausgeschöpft. Ich war immer noch bei LD und so, ne? Also, bis dahin. Ciao. Ja, das war der dritte Part nach den Ferien. Juhu, endlich geht's weiter. Ich hoffe mal, dass wir dann mal irgendwann mal anfangen, was zu bauen. Irgendwie erkunde ich die ganze Zeit nur die Map und erzähle irgendeinen Müll, weil ich irgendwie nicht klarkomme. Keine Ahnung. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Ciao.